Also ich bin Petz Haselmeier, ich bin Lehrerin, Forscherin, Künstlerin. Ich habe gemeinsam mit Carla Bobadilla, Marcela Torres-Heredia, Gregor Seidel und Marietta Meyerhofer-Dick das Kollektiv Decolonizing in Vienna gegründet 2021, und wir forschen, publizieren, vermitteln in Wien für NGOs, für Uniseminare oder bei Konferenzen eben unsere Stadtspaziergänge, oder wir machen auch Ausstellungen und sind in dem Bereich sehr vielfältig und auch selbstständig in unseren eigenen Forschungen tätig. In unseren Spaziergängen bei Decolonizing in Vienna, performativen Spaziergängen, beschäftigen wir uns mit bestimmten Orten in Wien, die sozusagen einen Bezug zur Kolonialität haben. Die Universität Wien und speziell hier der Arkadenhof, der ist natürlich voll mit männlichen und weißen Repräsentationen, und selbst die Architektur bezieht sich auf barockes und renaissanceartiges Menschenbild und deren Werte und Traditionen, die auf die Begründung der Moderne zurückgehen, wo sozusagen auch vielleicht gerade die Distinktion zu dem anderen, oder wo der andere überhaupt als derjenige, der nicht weiß ist, sozusagen hergestellt wurde. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass so ein Raum überhaupt mal geöffnet wird, oder dass man sozusagen das auch will, und dass man da sozusagen als Institution oder wer auch immer sozusagen darauf und sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt und mit diesen Machtverhältnissen und mit diesen Hegemonien. Die dekoloniale Theorie hat halt als eine der, glaube ich, entscheidenden Aufgaben ist, oder Grundsätze womöglich, wobei man es wahrscheinlich nicht so bezeichnet, ist die, dass man sozusagen den Ort benennt, wovon man spricht oder woher man spricht. Also ich bin weiß, männlich, hetero und was auch immer, und habe Professur und eine fixe Pension irgendwann. Das kann ich sozusagen so benennen und von Privilegien oder meiner Positioniertheit in der Gesellschaft sozusagen auszusprechen, weil das halt auch etwas auch bedeutet, woher ich sozusagen spreche und etwas sichtbar mache oder bestimmte Dinge vielleicht auch nicht sehe, weil ich bestimmte Erfahrungen einfach auch keinen Zugriff habe aufgrund meiner Verortung in der Gesellschaft. Ja. Genau, das ist ein Punkt, und es gibt natürlich den anderen Punkt, dass man sozusagen versucht, ja, anderes Wissen einzubringen, und dass man halt nicht nur immer von Wissensformen ausgeht, die klassische, rationale oder eben oder Methoden heranzieht, die sozusagen lange tradiert sind. Ja. Es ist auch so, dass es länger und ein langfristiger Prozess ist. Es muss auch demokratisch passieren, wenn es irgendwie nachhaltig sein soll. Aber die Auseinandersetzung ist notwendig, und ich glaube, die muss man vorantreiben. Genau. Was noch entscheidend ist, dass man von einem universalen Wissensverständnis abrückt, in ein universales Wissensverständnis, das immer nur aus einer Subjektposition denkt oder eben nach Wissen strebt und Fragen stellt, nämlich von einer gesetzten, weißen, männlichen Subjektposition, dass man so überhaupt sich fragt, was Wissen überhaupt jetzt zu einem Universalanspruch hätte, in Frage stellt. Und dass es auch situierte Wissensformen gibt und eben Kontexte anerkannt werden. Dass man eben auch sich die eurozentristischen Perspektiven bewusst macht, die sozusagen einfach sichtbar machen, von wo aus gedacht wird, von wo aus sich was angeschaut wird, und so eben auch zulässt, dass man Sachen, die vielleicht unsichtbar sind oder unsichtbar waren, sichtbar macht.